Ja, kommen wir jetzt aber auf die Potenziale von Tablets im Unterricht, die wir hier gerade auch beobachten. Also einmal sehe ich dort ganz neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Möglichkeit zum körperlichen Selbstausdruck, also auch nicht, sich nicht nur über Sprache oder Text auszudrücken, sondern auch den ganzen Körper oder mit der Mimik. Also gerade auch jetzt interessant für Kinder der Rosensteinschule, die mit Fluchthintergrund, die zum Teil sehr wenig Deutsch gesprochen haben. Und auch zusätzliche Möglichkeiten der Kollaboration und des sozialen Lernens. Also was hier ja stattfindet, das ist ja wirklich eine hochkomplexe soziale Interaktion zwischen den Kindern. Also die mussten sich erstmal darauf verständigen, wer welche Rolle einnimmt. Und dann mussten sie ihr Verhalten aufeinander abstimmen. Es gab die Kamerafrau, die Regisseurin und den Schauspieler. Also eine ganz tolle Situation zum sozialen Lernen. Dann glaube ich, was man auch schön sehen konnte, ist, dass digitale Medien bedeutet nicht, dass jetzt analoge Medien verschwinden. Sondern es geht nicht um das Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-als-auch. Und digitale Medien haben die Möglichkeit, auch analoge Medien zu integrieren. Also indem sie, wie in diesem Beispiel, die Kinder malen ein Bild und bringen es in der App Book Creator zum Sprechen, indem sie dazu einen Text einsprechen. Ja, und ganz nebenbei werden ihnen auch ganz wichtige Medienkompetenzen vermittelt, zum Beispiel Kenntnisse für Urheberrechte, Bestandteil von Medienbildung. Oder auch Kompetenzen zur Internetrecherche. Auch etwas ganz wichtiges Potenzial ist der sogenannte verzögerte Spiegel. So nennt das die Stefanie Mauer. Sie erinnern sich vielleicht an die Situation, wo das linke Mädchen einen Text eingesprochen hat. Und nun bietet das Tablet ihr die Möglichkeit, ihr ein vollständiges und neutrales Feedback dieses Einsprechens zu geben. Vorher war das Kind abhängig auf Feedback von den Mitschülern oder natürlich insbesondere von des Lehrers oder der Lehrerin. Aber heute, man könnte sich sozusagen hier auch die Frau Maurer wegdenken, bieten sich also den Schülerinnen auch ganz unabhängig vom Lehrer, sich Feedback einzuholen und darüber auch zu reflektieren und Lernfortschritte auch festzustellen. Wichtig ist hierbei, und das haben wir in DILEC festgestellt, man muss die Kinder auf diese Möglichkeit hinweisen. Hört es euch nochmal an. Seid ihr zufrieden mit der Aufnahme? Also wir haben festgestellt, dass sie da doch relativ schnell sozusagen sie es gar nicht erst angehört haben, sondern also wir mussten sie auch immer wieder darauf hinweisen. Und man sieht es hier in dem Video, also die Kinder arbeiten hier schon eine Weile oder hatten schon eine Weile mit Tablets gearbeitet. Mit digitalen Medien, insbesondere Tablets, ergeben sich auch neue Möglichkeiten, eigene Peer-to-Peer-Lernmaterialien zu erstellen, wie zum Beispiel diese Wörterbücher, die erstellt wurden. Die könnte man natürlich auch noch mit Aussprachebeispielen erweitern. Aber das ist natürlich etwas ganz Tolles, wenn jetzt Kinder Lernmaterialien für ihre Klassenkameraden entwerfen und dadurch natürlich den Stoff auch besonders gut durchdringen müssen. Ein weiteres Potenzial, gerade jetzt auch für eher schwächere oder schüchternere Schüler, sehe ich in der sogenannten asynchronen Präsentation. Das heißt, ich produziere etwas am Tablet, wenn ich nicht damit zufrieden bin, kann ich es nochmal neu machen und erst wenn ich wirklich sozusagen Zutrauen habe zu meinem Werk, kann ich es der Klasse zeigen. Also kann ich es an einen Beamer anschließen, auch drahtlos anschließen und es der Klasse präsentieren. Und das ist natürlich gerade für solche Kinder, die jetzt vielleicht nicht so gut sind in Fremdsprachen oder die schüchtern sind, das ist natürlich eine ganz tolle Erleichterung und eine Möglichkeit, auf diese Weise auch gesehen und gehört zu werden in der Klasse. Weil häufig sind diese Kinder dann doch eher unsichtbar, weil sie sich nicht trauen, vor der Klasse freizusprechen. Und als letzten Punkt, der auch ganz zum Schluss kam, neue Möglichkeiten, kritisches Denken einzuüben. Zum Beispiel im Rahmen von gemeinsamen Reflexionen, wo man sich gegenseitig auch Feedback gibt. Das muss natürlich nicht im Plenum sein, das ist natürlich auch genauso denkbar in so einer Art
Gallery Walk, wo die Kinder in kleinen Gruppen ihre Produktion auf den Tablets anderen Kindern zeigen und sich da gegenseitig Feedback geben. Abschließend noch einige Beispiele aus unserem Englisch-Teilprojekt. Also wir hatten das über Thema London und eine Studierendengruppe hat sich dafür entschieden, die Kinder einen Tag mit der Queen verbringen zu lassen, und eine Teilaufgabe war es, sich damit zu beschäftigen, was die Queen denn am liebsten zum Frühstück isst. Und die haben den als Arbeitsmaterial, haben die mit der App Book Creator erstmal ein multimediales Wörterbuch erstellt, mit deren Hilfe die Kinder dann sein eigenes E-Book erstellen sollten. Also sie sollten praktisch selber entscheiden, welche englischen Frühstücke, die, kann man Frühstücke sagen, ja, die englische Königin am liebsten zu sich nimmt. Und ich zeige Ihnen jetzt mal den Moment der Präsentation, ja, den Moment einer Präsentation. Wir müssen kurz laut machen. Jetzt wird gleich das. The Queen likes tea. The Queen likes fried eggs. And the Queen likes themselves. I'm scared. The Queen eats the breakfast with bacon. She is going to meet William, Katie, and Jared. She going to meet Gorilla and Charles. Gorilla. She likes looking at colors. She likes big men. The Queen likes the Dolphins and the London Eyes. Also es hat zwei Gründe, warum ich Ihnen diese Szene gezeigt habe. Einmal, um zu verdeutlichen, wie selbstverständlich die Kinder mit diesen Geräten arbeiten, obwohl das jetzt für diese gar nicht so selbstverständlich war. Aber sie kommen unglaublich schnell rein und haben keinerlei Probleme, sich zum Beispiel auch mit dem Beamer zu verbinden oder auch bestimmte Arbeitsschritte an dem Tablet zu tun. Und das Zweite war, also zumindest sehe ich viel Aufregung in den Gesichtern der Mädels, aber auch ganz viel Stolz. Und das ist natürlich eine unglaubliche Motivation für Kinder, ihr Werk dann dem Rest der Klasse zu zeigen. Und natürlich gäbe es auch die Möglichkeit, dass diese Arbeiten auch ihren Eltern zu zeigen. Also es sind nochmal zusätzliche Motivationsschübe für Schülerinnen und Schüler. Ein weiteres Beispiel zum Thema Sehenswürdigkeiten London, jetzt mit der App Green Screen by Doing. Also hier ist dieser grüne Vorhang zum Einsatz gekommen. The Tower Bridge is big! Where is the Tower Bridge? The Tower Bridge is not sure. I can see two towers, right? I can see one bridge. I would like to see the bridge. Also man sieht auch zum Teil Grenzen, also hier war es der Ton. Hier wäre es hilfreicher gewesen, vielleicht mit einem Ansteckmikrofon oder mit einem kabelgebundenen Reportermikrofon zu arbeiten. Außer sie haben jetzt vielleicht einen eigenen Raum, wo die Kinder dann ungestört arbeiten können. Aber was man auch toll sieht, wie auch wirklich jetzt hier Kinder ihren ganzen Körper nutzen, um sozusagen diese schwierige Sprache zu sprechen. Ne? I can see two bridges and the tower bridge is big. Also dadurch können sie auch nochmal ihren Selbstausdruck auch nochmal erweitern und verdeutlichen. Und abschließend noch ein Beispiel aufgenommen mit der App Puppet Pals, also eine Animations-App, auch
ganz toll, besonders für die Grundschule geeignet. Man kann sozusagen Avatare von sich selber erstellen, man kann sie dann entsprechend ausschneiden und vor Hintergründe der eigenen Wahl setzen. Und hier in dieser Unterrichtssituation war es die Aufgabe, einen Dialog zum Thema Zeit und Zeitansagen zu machen. Excuse me, what time is it? The time is 1 o'clock. What do you do? I'm going to eat. Can I join you? Yes, come with me. At 2 o'clock, I play football. Okay. Das waren jetzt übrigens alles Beispiele, die im Rahmen von einer Doppelstunde stattfanden. Also es war jetzt kein irgendwie wochenlanges Projekt. Und damit möchte ich auch einfach verdeutlichen, dass digitale Medien, insbesondere auch Tablets, auch in, sage ich mal, den Regelunterricht auch immer wieder eingeführt werden können und es nicht sozusagen auf nicht auf irgendwelche Medienwochen fallen muss, wo man dann eine Woche am Stück Arbeit ist natürlich auch möglich, da bieten sie natürlich auch wahnsinnig Potenzial, aber genauso auch im Unterrichtsalltag, auch das aktiv-kreative Arbeiten. Ja, und zusammenfassend jetzt noch einmal die Potenziale von aktiv-produktiven Lernen mit Tablets im Grundschulunterricht. Wir haben gesprochen über die sozialen Lernprozesse, die aktiviert werden können. Man kann auch so ein bisschen, ich sag mal, nebenbei auch Medienkompetenzen vermitteln. Das heißt, ich muss mich nicht jetzt ausdrücklich mit Urheberrecht beschäftigen, sondern das mache ich nebenbei, weil ich es jetzt gerade brauche. Und dadurch begreifen auch Kinder auch ganz schnell die Sinnhaftigkeit davon. Nicht nur die Kinder können Lernmaterialien erstellen für andere Kinder, sondern auch Lehrkräfte können jetzt zum Beispiel auch mit dem Book Creator multimediale Arbeitsaufträge erstellen, wo die Arbeitsaufträge nicht nur in Textform vorliegen, sondern auch eingesprochen werden, was vielleicht auch gerade Kinder entlastet, die für die Lesen eine sehr große Hürde bildet. Viertens, neue Möglichkeiten des körperlichen Selbstausdrucks, haben wir schon gesprochen. Der verzögerte Spiegel bietet also ein zusätzliches, neutrales Feedback und eine zusätzliche Möglichkeit zur Selbstreflexion oder zur Entwicklung einer Kompetenz zur Selbstreflexion. Die asynchrone Präsentation, also die zeitliche Trennung von Produktion und Präsentation, bietet gerade auch leistungsschwächeren Kindern und schüchterneren Kindern Unterstützung. Ich kann neue Situationen, Lernsituationen kreieren, wo kritisches Denken gefördert wird. Und als letztes, habe ich dazu noch eine Folie? Ja. Ganz, ganz wichtig, durch den aktiv-produktiven Einsatz von digitalen Medien kann ich auch dauerhaft, das ist zumindest unsere Aufnahme, dauerhaft die Lernmotivation oben halten von Schülerinnen und Schülern. Das Argument, dass Kinder ja nur kurzfristig motiviert sind durch Tablets, ist durchaus berechtigt, ne, weil es ist was Neues, sie verbinden positive Erfahrungen damit, ne, zum Beispiel sie spielen ja vielleicht damit zu Hause oder bei Freunden oder sie lassen sich unterhalten. Und jetzt könnte man sagen, ja, am Anfang sind sie da vielleicht extern motiviert, aber das lässt ganz schnell nach. Und in der Tat kann es auch schnell nachlassen, nämlich dann, wenn ich sozusagen nichts an meinem Unterricht verändere, wenn ich die zum Beispiel nur irgendwelche Drill-and-Practice-Aufgaben machen lasse oder nur Rechercheaufgaben machen lasse. Es gab nämlich in Frankfurt, von der Uni Frankfurt, gab es ein Tablet-Projekt, wo sie insgesamt wo sie 6 Grundschulen über mehrere Jahre begleitet haben. Und da haben sie an einer Schule festgestellt, dass wenn, sage ich mal, nichts Großartiges am Unterricht verändert wurde, sozusagen dass quasi nur das Digitale drüber geworfen wurde, ließ die Motivation gegen Ende eher nach. Während an einer Schule, wo auch viel aktiv-produktiv gearbeitet wurde, also Trickfilme erstellt wurden, multimediale E-Books, Animationen, Videos, da blieb die Motivation konstant weit oben. Ja,
Und ich glaube, Fragen machen wir dann eher, glaube ich, zum Schluss. Das würde ich jetzt an Julian übergeben und du erzählst uns jetzt was zum Teilprojekt 8, dem Ganztagsschulprojekt.